Ist das nicht Irrsinn, wenn man eine Brücke baut, warum man dann scheinbar die Rampen vergessen hat? Die Brandenburger und Brandenburgerinnen kämpfen ja schon seit mehr als 20 Jahren um eine Überführung über diese Eisenbahnstrecke. 4 bis 5 Zugbewegungen in der Stunde sind hier keine Seltenheit. Wir sind hier im Ortsteil Wust der Stadt Brandenburg-Havel und tatsächlich hinter uns sehen wir jetzt das eigentlich schon seit langem erwartete Brückenbauwerk. Und wenn wir schauen können, was fällt auf? Wir können die Brücke nicht benutzen, weil auf beiden Seiten fehlen die Rampen. Wir kommen nicht rüber. Warum ist das so? Der Landesstraßenbetrieb sagt, es waren 2 unterschiedliche Planfeststellungsverfahren erforderlich und dann eben auch 2 selbstständige Ausschreibungen und so weiter. Und nun, obwohl die Brücke schon steht, soll die Ausschreibung für die Rampen bis Ende des Jahres auf den Weg gebracht werden, also Ende 24, sondern ein halbes Jahr soll die Ausschreibung dauern, sodass wir, wenn wir Glück haben, Ende 25 hier die Rampen dran haben und die Brücke benutzt werden kann. Was hier in Brandenburg an der Havel los ist, grenzt schon an realem Irrsinn. Die Brücke ist fertig und nun fehlen nur noch die Rampen. Die Menschen sind zu Recht frustriert. Genehmigungsverfahren müssen deutlich schneller gehen. Wir brauchen nicht ewige Bürokratie bei solchen Themen. Die verschiedenen Bauträger müssen sich besser abstimmen und zusammenarbeiten. Wir bleiben dran an diesem Thema und bringen es im Landtag auf den Tisch.